wer Maskenatteste gekriegt hat oder wem ich in dieser Zeit in irgendeiner Weise geholfen habe, der kann mir helfen. Frische Post. Ausübung des ärztlichen Berufes. Wir wurden als Approbationsbehörde für Baden-Württemberg über das bei der Staatsanwaltschaft Heidelberg unter dem Aktenzeichen 240 JS und so weiter anhängige Ermittlungsverfahren gegen Sie wegen des Verdachts der Ausstellung unrichtiger Gesundheitszeugnisse informiert. Des Weiteren wurden wir auf einen Bericht auf dem Portal von T-Online vom 4.12. aufmerksam, unser Freund Jens Wienand. Aus dem Bericht geht zusammengefasst hervor, dass Sie dazu aufgerufen hätten, zum Beispiel beim Gang durch den Supermarkt Telefonanrufe vorzutäuschen, während deren dann laut falsche Informationen über Corona-Impfung verbreitet werden sollen. Konkret hätten Sie die Aussagen, dass die Impfung unfruchtbar mache, bei 70% der Menschen allergische Reaktionen nach sich ziehe und dies auf eine Studie des Chefs von Pfizer beruhe vorgeschlagen. Der Bericht bezieht sich auf Aussagen von Ihnen, die Sie als Video ins Internet gestellt haben. Wie Ihnen sicher bekannt ist, setzt die Erteilung der Approbation als Arzt voraus, dass der Antragsteller sich gemäß § 3 1 Absatz 1 nun Bundesärzteordnung nicht eines Verhaltens schuldig gemacht hat, aus dem sich seine Unwürdigkeit oder Unzuverlässigkeit ergibt. Nach gemäß § 6 kann das Ruhen der Approbation angeordnet werden und so weiter und so fort. Widerruf der Approbation ist seitens anzuordnen, wenn der Arzt sich eines Verhaltens schuldig gemacht hat, aus dem sich seine Unzuverlässigkeit oder Unwürdigkeit. Genau das ist das und darauf muss ich hinweisen. Und so weiter und so fort. Also ich darf mich jetzt zu dem Sachverhalt äußern und ein Aufruf, bewusst falsche Informationen über Corona-Impfung zu verbreiten, steht nicht im Einklang mit einer ordnungsgemäßen, pflichtenadäquaten Ausübung des Arztberufes. Es bietet auch nicht die Gewähr dafür, dass der Arzt in Zukunft seine beruflichen Pflichten als Arzt erfüllt, also zuverlässig zur Ausübung ist. So, also ich habe aber zur Vermeidung eines solchen Verfahrens kann ich auf die Approbation als Arzt gemäß § 9 Bundesärzteordnung verzichten. Wegen der weitreichenden Folgen muss ein Verzicht auf die Approbation zweifelsfrei und unbedingt erklärt werden, um eine eventuelle Anfechtung der beurkundeten Willenserklärung auszuschließen. Fügen wir eine Verzichtserklärung bei. Sehr schön, vielen Dank dafür. Sollten Sie diesen Weg beschreiben wollen, bitten wir um Übersendung der ausgefüllten und unterschriebenen Verzichtserklärung. So. Also, man möchte mir anordnen, es wird dann der nächste Schritt sein, dass die Approbation ruht, so ähnlich wie bei Per Eifler in Österreich. Das Ganze zieht sich nämlich über Jahre sowas hin. In der Zeit kann man natürlich auch nichts in der Praxis machen. Aber Praxis, anderes Thema. Gesundheitsamt, beschwert sich jemand darüber, wie wir das mit den Masken handhaben und ob wir auch die Anforderungen der Hygiene einhalten würden. Spätestens bis 11.01. kam alles fast gleichzeitig. Erstaunlich. Und dann noch das Krankenhaus, die mir die Praxisräume kündigen. Haben wir Widerspruch eingelegt, ist mittlerweile schon verlängert. Und zwar wird es darauf begründet, durch mein rufschädigendes und geschäftsschädigendes Verhalten zu Lasten unseres Mandanten. Und man sagt auch, dass ich ja der rechtsradikalen neonazistischen und sonstigen Querdenkerbewegung nahestehe und dass ich dadurch auch Dinge. Deswegen werden hier also die Sachen ausgerufen und das neuartige Coronavirus, was sich ausbreitet und Covid-19 auslösen kann. Und so weiter und so fort. Also mir wird Verharmlosung vorgeworfen und Ähnliches. Sie stellen wie die gesamte Querdenkerbewegung. Fast, es würde den Rahmen des Schreibens sprengen und so weiter und so fort.